Leute, gibt's wieder einen Abonnenten der Woche und zwar ist das Anton. Wenn ihr Abonnent der Woche werden wollt, einfach abonnieren und einen Kommentar mit dem Hashtag ADW für Abonnent der Woche da lassen. Genau, wir fangen an, let's go. Sheesh, was geht? Heute gibt's eine weitere Folge, ich bewerte eure Teams und ja, dafür habe ich wieder ein ganz besonderes Trikot an. Heute vom AC Mailand und zwar kein geringerer als, es ist die Nummer 9, Marco van Basten. Ja. Genau, damals stand noch kein Name drauf. Teamkollege von Ruud Gullit zum Beispiel, unter anderem. Genau, okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Beim letzten Mal habe ich gefragt, das Team von Tarek zu verbessern und da hat Pacebits Legend 1 geschrieben, Harvards Future Stars für Brandt und De Gea UCL für Alisson. Vielen Dank für diese Verbesserung und wir kommen zum Team. Das erste Team kommt von Dominik, er folgt mir und ist seit November 2018 bei Twitter. Add me on Insta. Ja, hier, ihr könnt ihn unter Dominik Dolph auf Insta finden. Und er schreibt, hey, ja, und Community, das ist mein aktuelles Team, habe noch 750.000 Budget. Untrade sind alle außer Dumfries, Sterling und Mané. Hat eventuell wer Erfahrung mit Thiago Silva, Marquinhos oder Militao? Alle Tots. Vielen Dank, Hashtag Shishim, Hashtag PS4Share. Und ja, ich hab Erfahrung mit Thiago Silva und Militao. Also Militao sehr, sehr stark. Thiago Silva hat mir auch ganz gut gefallen. Nicht so stark wie Militao, aber ja, auf jeden Fall auch ein starker Spieler. Also um die Frage jetzt mal aus meiner Perspektive zu beantworten. Ja, Grüße gehen raus an das Idiot oder aka Nerux. Vielen Dank dafür und wir kommen zum Team. Einmal im Tor Alisson, dann haben wir in der Verteidigung Dumfries, Van Dijk, David Luiz und Alex Telles. Im Mittelfeld haben wir Petit, dann haben wir den guten Awa und außerdem Dennis Bergkamp. Vorne haben wir Raheem Sterling, dann Patrick Kluivert und Sadio Mané. Ja, 195 ist die Bewertung dieses Teams. Wir haben einen Teamwert von 5,5 Millionen Coins. Ja, das Team heißt Just for Fun wahrscheinlich. Drei Ikonen am Start, zwei aus Holland, eine aus Frankreich. Van Dijk, Player of the Year, Brasilianer links und Dumfries hinten oder rechts auf jeden Fall die Holländer. Sehr gutes Team, wie gesagt. Was kann man hier machen mit dem Budget von 750.000, was ja gar nicht so wenig ist, ne? Da habe ich überlegt, du hast ja auch schon angesprochen, Militao-Tots würde ich auf jeden Fall nehmen für David Luiz. Das ist eine sehr starke Defensive. Ich habe beide und also ich muss sagen, Militao ist nochmal deutlich stärker als David Luiz, meiner Meinung nach. Und dann würde ich als zweites noch Raheem Sterling austauschen und zwar gegen Mohamed Salah Tots. Das wären so hier die beiden Änderungen, die ich vornehmen würde, aber sehr, sehr starkes Team. Ja, kommen wir zum nächsten. Das kommt von Marius, er folgt mir und ist seit Januar 2018 bei Twitter. Er schreibt, Hashtag Shishim, Hashtag PS4Share, hey, ja, und natürlich auch Community. Das ist mein aktuelles Team, es sind alle außer Benzema an Trade. Ich würde mich sehr über eine Bewertung und Verbesserungen freuen. Dankeschön im Voraus. Und dann schreibt er noch Ingame 4231 mit Raoul als Zehner. Grüße gehen raus an Hafti, an Nerux und ja, an euch beide. Vielen Dank und wir schauen uns mal das Team an. Dann haben wir im Tor Oblak, dann haben wir in der Verteidigung Lala, Blanc, Hermoso und Marcos Alonso. Im Mittelfeld haben wir Hullet, dann haben wir Kondogbia und Benzema. Vorne haben wir Lionel Messi, Raul und Raheem Sterling. 194 ist die Bewertung. Piemonte Calcio heißt das Team hier. Und wir haben einen Teamwert von 7,4 Millionen Coins. Also erstmal interessantes Team. Messi sieht man ja auch nicht alle Tage, ne? Also Messi am Start, dann da gelingt mit Benzema und generell da die Franzosen rechts, links haben wir so ein bisschen, ja, so ein bisschen Premier League, ne? Die linke Seite mit Sterling und Marcos Alonso, ne? Wobei auffällt, dass Sterling natürlich da nicht auf voller Chemie ist, dadurch, dass er auf der falschen Position spielt. Ja, was kann man hier machen beim Team von Marius? Also ich habe überlegt, das erste wäre Sterling rausnehmen, einfach, ja, durch die falsche Position kann man da ja nochmal was machen. Und zwar, da könnte man Dembélé Tots hinstellen. Wäre eine Möglichkeit, und Sterling halt als Einwechselspieler nutzen. Und dann als zweites Benzema ebenfalls austauschen. Und zwar gegen Ben Yedder Tots. Wegen dem 5-Sterne Weakfoot. Und ja, ich denke, das ist eine ganz gute Option da. Ansonsten auch ein sehr starkes Team. Ein sehr cooles Team. Das wäre so zu dem hier. Ich würde sagen,
Wir kommen zum nächsten. Das kommt von Disrespector16, folgt mir und ist BVB-Fan aus Dortmund. Ja, beigetreten Mai 2019. Er schreibt: Hashtag Schießteam, Hashtag Schießfifa, at Schießtube, Hashtag, okay. Hi, ja, das ist mein Team, habe ein Budget von 60.000, kein Spieler ist on Trade, außer die von der Bank, spiele Ingame 4-2-3-1. Grüße gehen raus an Agito. Vielen Dank dafür und wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Fährmann, dann haben wir in der Verteidigung da Costa, Süle, dann haben wir De Ligt und zusätzlich Taya Fico. Im Mittelfeld haben wir Frenkie de Jong, dann haben wir Robin van Persie und zusätzlich haben wir Renato Sanchez. Vorne haben wir den guten Serge Gnabry, dann Timo Werner und Bergwijn. Genau, 191 ist die Bewertung hier bei diesem Team mit Philipp Cocu als Trainer. 550.000 ist der Teamwert hier und wir haben ein Budget von 60.000. Auch ein interessantes Team mit den ganzen Spielern aus der holländischen Liga. Bevorzugt natürlich drei Stück von Ajax, dann einer von Feyenoord und einer von PSV Eindhoven. Und auf der anderen Seite die Bundesliga. Was kann man hier machen? Das Erste, was man hier machen könnte, wäre De Jong und Van Persie tauschen, um dann im nächsten Schritt Tadic Tots für Bergwijn reinzustellen. Das wäre eine Sache, die man machen kann. Und dann noch Goretzka Once to Watch für Renato Sanchez reintun, um da auch nochmal einen etwas größeren Spieler ja, auf der Position zu haben. Das wäre so das, was man hier mit dem mit den 60.000 machen könnte. Wenn ihr andere Ideen habt, dann schreibt das natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Und ja, wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Flo. Er folgt mir und schreibt: Hey, beigetreten Dezember 2015. Außerdem schreibt er in seinem Tweet: Hashtag Schießteam, moin, habe noch 100.000. Alles an Trade außer Silva, Kanté und Wan-Bissaka. Hashtag PS4Share. Ja, Grüße gehen raus an Agito. Vielen, vielen Dank und wir kommen zum Team. Haben wir im Tor Alisson, haben wir Verteidigung Wan-Bissaka, Moore, dann haben wir Gomez und Marcos Alonso. Im Mittelfeld haben wir Hazard, dann haben wir Kanté und Bernardo Silva sowie Raheem Sterling. Vorne haben wir Zaha und dazu haben wir Marco van Basten. Ja. Passt ja, ne, das Trikot, will ich mal sagen. Ja, 191 ist die Teambewertung hier und das Team heißt An der Elbe. Hat einen Teamwert von insgesamt 2,6 Millionen und wir haben ein Budget von 100.000. Ja, also viele Premier League Spieler sind in diesem Team und zwei Ikonen. Was könnte man machen? Eine Variante wäre mit den 100.000 für Kanté Wijnaldum Tots zu kaufen und den auszutauschen und dann als nächstes auf der Außenposition Doherty Tots für Wan-Bissaka reinzustellen, weil der mit Shadow insgesamt doch nochmal bessere Werte hat als Wan-Bissaka, auch wenn Wan-Bissaka auch sehr stark ist. Aber Doherty auf Shadow ist, ja, ist sehr, sehr gut, auch gerade durch seine Schusswerte natürlich, aber auch physis-technisch und auch von der Größe her doch nochmal ein Vorteil zu Wan-Bissaka. Genau, das wäre es hier zu diesem Team. Wenn ihr andere Ideen habt, dann schreibt das natürlich gerne in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Moritz. Er schreibt: Moin, Servus und Moin. Ja, beigetreten August 2019 und sein Tweet sagt: Hashtag Schießteam, Moin, Jaja und Community, das ist mein Team. Deco, Mbappé und Aouar sind on Trade, haben noch 250.000, Hashtag PS4Share. Grüße gehen raus an Ruben Santos. Vielen Dank und wir schauen uns das Team an von Moritz. Im Tor haben wir Courtois, dann haben wir in der Verteidigung Hakimi, dazu haben wir Witzel, Lukaku und Alexandro. Im Mittelfeld haben wir Bentancur, Deco und Aouar. Vorne haben wir Mbappé, Luis Suarez und Ousmane Dembélé. 192 ist die Teambewertung und wir haben hier einen Teamwert von 900.000. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine interessante Innenverteidigung mit zwei Spielern, die eigentlich keine Innenverteidiger sind, aber durch die Foot B-Day-Karten natürlich zu welchen geworden sind. Dann haben wir vorne auf jeden Fall zwei Barcelona-Spieler und Mbappé und
ja, Juve haben wir noch am Start, Lyon haben wir noch am Start, BVB und Real. Genau, und da haben wir ein Budget von 250.000, das ist eure Aufgabe, liebe Freunde. Ihr kennt das Spiel, ihr seid verantwortlich für das Team von Moritz. Schreibt ihm doch eure Vorschläge in die Kommentare und einer von euch wird dann in der kommenden Folge prominent gefeatured hier im Video. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns bei Instagram, dann machen wir FIFA 20 Starter Squads. Könnt ihr euch gerne anschauen, ist unten verlinkt. @SheeshTeam heißt das Ganze, @SheeshTube heißt mein persönlicher Instagram-Kanal. Könnt ihr auch gerne abchecken. Ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like da, drückt auf die Glocke, wenn ihr es nicht gemacht habt. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne. She.